So, herzlich willkommen zu meinem zweiten Let's Play, was ich nebenbei machen werde. Hab ja schon in Minecraft erwähnt, dass ich jetzt unterwegs in Düsterburg ein RPG Maker Game von Gwendy spielen werde. Ja, das wird aber natürlich nicht so regelmäßig wahrscheinlich geuploadet werden, weil ich hauptsächlich Minecraft mache. Ja, was gibt's noch zu sagen? Nichts, also mal los. Neues Spiel, Bewegungsgeschwindigkeit normal, Uhrzeit messen, nö, brauche ich eh nicht. Vorspann zeigen, ja. Es regnet. Was für ein Lausewetter. Selbst die Wachen haben sich vor den Zinnen verdrückt. Von den Zinnen verdrückt. Komm, Lazarantin, wir verschwinden auch besser, wenn man uns hier findet. Nein, heute ist die Nacht. Hä, welche Nacht? Ich weiß, er wird kommen. Wer wird kommen? Ich weiß, er wird kommen. Vor allem solltest du wissen, was passiert, wenn man uns hier oben erwischt. Wir sind jetzt allein, Lazarantin. Alle anderen hat sich der Herzog geholt. Wir sollten aufgeben. Was hat der Herzog getan? Aufgeben? Nein, Rang. Ich werde niemals aufgeben. Solange ich denken kann, weiß ich, dass dies mein Schicksal ist. Du magst es lächerlich finden, aber ich weiß, dass er es war, der mir den Weg gewiesen hat. Es gibt kein Zurück. Wer? Wer war's? Er. Immer redest du von ihm und dass er kommen und uns retten würde. Aber nichts ist bislang geschehen. Früher habe ich dir geglaubt. Ich bin dir gefolgt, weil ich an deinen Traum geglaubt habe. An deinen Traum und deinen mysteriösen Rächer, aber jetzt sind alle tot, die dir gefolgt sind. Entschuldigung. Ich beschwöre dich, Lazarantin. Lass uns nach Hause gehen und ein normales Leben führen, solange wir noch können. Er beschwört ihn, oh mein Gott. Ich kann nicht. Ich würde mein Leben lang mit der Schuld leben müssen, ihn verraten zu haben. Wer ist er? Der unbestechliche Schicksal hat sein Leben an das meine gekettet. Dagegen gibt es kein... ja. Das jetzt habe ich jetzt nicht lesen können. Du kannst ja gern gehen und mit den Mädchen spielen, wie der rallige Senkel spielt. Schließlich zwingt das Schicksal nur mich auf ihn zu warten. Jetzt reicht's aber, du weißt, dass ich dich nie im Stich lassen würde. Ja, jetzt auf einmal. Es nützt niemand etwas, wenn wir hier auf den Zinnen ersaufen. Bei der Dunkelheit wirst du ihn ohnehin nicht kommen sehen. Ach, Rang, alter Freund. Du hast natürlich recht. Endlich kommst du zur Fallung vorwärts. Lass uns ins Wirtshaus gehen und ein paar Bierchen ziehen. Wenn dein Held bei diesem Unwetter aufgehört ist und er noch ganz bei Trost ist, wird das sowieso sein erster Anlaufstätte sein. Ja, nur ans Saufen denken. Unterwegs in Düsterburg. Ein Spiel von Ingmar Hahnemann. Mitarbeiter. Sean David Schöppler. Jan Brauer. Joachim Hoffmann. Ja. Patrick Stöhr. Ach, ich hab keine Lust, jetzt hier alle vorzulesen. Aber manche Namen, ach ich will nicht zu viel spoilern, also. Lest ihr euch durch, vielleicht fällt euch später was auf. Bei manchen Namen. Bei den Charakteren. Oder sonstigen. Kapitel 1. Die Ostmarken. Sag mal, Lazarantin, was soll das eigentlich für einer sein, der großer Held? Hast du irgendeine Vorstellung von dem Burschen? Nein, nicht die geringste. Aber ich schätze mal, dass ich ihn sofort erkennen würde, wenn er vor mir stünde. Er muss etwas ganz Besonderes sein, ein großer Krieger vielleicht. Oder ein mächtiger Zauberer. Aber eins ist sicher, er muss mit allen Wassern gewaschen sein, abgebrüht und durch nichts aus der Fassung zu bringen.
Ach, so einer. Verstehe. Wie denn? Wo denn? Was denn? Oh. Ich glaube, ich stehe im Wald. Aber bin ich. Und was tue ich? Ja, dass du im Wald stehst, das sehe ich auch. Ah. Reiß dich zusammen, Grandy. Konzentrier dich. Ah, so heißt er also. Mein Name ist Grandy. Ist also Grandy, wie es scheint. Ich komme aus dieser merkwürdigen Nebelbank. Ich denke, ich werde mir hier ein wenig umsehen. Vielleicht fallen mir noch andere Dinge wieder ein. Na, na, na. Wuff, wuff, wuff. Hundi, komm zu mir. Oh, Juli, du bist ja... Du, da bist du ja. Boah. Braves Hündchen. Ah, den Hund kennt er also. Arf, arf, arf. Juli? Ich kann mich nicht erinnern, diesen Hund schon einmal gesehen zu haben. Warum nenne ich das Vieh dann Juli? Egal, es sieht so aus, als wollte er mir folgen. Ich nehme ihn mit. Hier geht es auch ganz gut. Ach, ich nehme ihn mit. Ein Hund ist immer gut. Wo gehen wir denn jetzt hin? Nach oben? Nach links? Nach unten? Auf jeden Fall nicht in die Nebelbank, weil da weiß, dass ich sterbe. Weil jetzt sagt er was. Nein, ich werde mich nicht wieder in diesen unheimlichen Nebel zurück. Werde nicht in den unheimlichen Nebel zurückkehren. Ja, ich glaube, ich gehe nach oben, weil hier war was. Kaneke? Oh, süß. Killer-Kaneke. Oh mein Gott, ich habe Angst. Die sind ja allerliebst, die beiden. Kommt her. Wollt ihr einen Nuss haben? Das kleine Drecksvieh hat mir fast den Finger abgebissen. Oh mein Gott. Angriff. Oh, Juli greift anscheinend allein an. Ich weiß das schon lange nicht. Das ist schon nicht mehr, schon lange nicht mehr gespielt. Was macht der für einen Lohnschaden? Hat Juli gerade Crit gemacht? Auch keine Ahnung. Ah, schon wieder Crit. Lol, wie oft macht Juli Crit? Einsand taufen. Oder was auch immer. Ich habe keine Lust, mit bloßen Händen direkt zu wühlen. Das duftet frisch und würzig. Irgendwie gesund. Ja. Nehmen wir es mit. Heilkraut. Orks. Oder was auch immer. Schweinchen auf jeden Fall. Dieser Teil des Waldes ist noch finsterer als der Rest. Und es ist deutlich kälter. Eindringlinge in unserem Wald. Orken zu mir. Heißt das echt Orken? Okay. Aus dem Weg, ihr Schweinenase. Es sitzt was. Wie er dich platthauen und aus kleiner Flamme. Auf kleiner Flamme rüsten. Bis lecker Fresschen. Ja. Ich glaube, die machen ein bisschen mehr Schaden. Out. Ach. Schaffen wir schon. Oh, ouch. Hu, 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 hu. Ork, bei meinen Ahnen sein. Da kannst du dr Gift drauf nehmen, Bursche. Ja. Ja, Juli ist ausgewichen. Da habe ich eigentlich eine Technik schon. Ich meine, erst ich krieg später eine. Ja, ich kann sie mal ausprobieren. Cool. Oh, schadet einigen. Okay, das bringt nicht so viel. Au, du mir abgehackt meine Hand. Rate mal, was gleich mit deinem Kopf passiert. Ja. Yay, gewonnen. 100 Taler gefunden. Ja, Stufe 2 erreicht. Yay. Oh ja, heilen wir uns mal mit diesem Heilkraut. Sollen wir oder nicht? Ja. Ah, da ist ja noch ein zweiter blauer Strauch. Oh, mit zwei Heilkräutern. Wo gehen wir jetzt lang? Da? Na da. Ich glaube, unten geht die Story weiter, also gehen wir, oder wie tun wir? Was wichtig ist für die Story, also gehen wir erstmal hier lang. Und noch weitere Heukräuter. Kaninchen! Auf in den Kampf. Rundumschlag. Mal gucken, wie viel das macht. Oh, dieser Soundeffekt.
Ja, jetzt greifen beide einzeln an. Und dann müssten die down sein. Yes. Ja. Ah, ja, ja. So. Jetzt gehen wir ins Gasthaus. Mal gucken, was es hier gibt. Seid gegrüßt, wann seid ihr gekommen, um zu rasten oder um ein Schwätzchen zu halten? Erzählt mir was, guter Mann. Interessiert euch diese Region? Wollt ihr wissen, was hinter der Brücke im Westen zu finden ist, oder zieht ihr es euch nach Süden in die Berge? Diese Region. Ich bin fremd hier. Erzählt mir etwas über diese Wälder. Diese Wälder sind als Ostmarken bekannt und bilden den östlichen Teil des frühen Herzogtums Falkenburg. Im Vergleich zu den anderen Gegenden ist es hier bei uns relativ sicher. Wir sind einfache Leute, die sich ihr Brot hart erarbeiten. Haltet euch von dem alten Friedhof südlich von hier fern. Er spukt dort, sagen die Leute. Oh mein Gott, ich... Zombies? Geister? Creeper? Ah nee, falsches Spiel. Im Südosten lebt Dankbar Denkelberg, ein nobler Mann, der in seinem Leben so manche Unbill ertragen musste. Unbill? Das wurde ich noch nie gehört, aber... Wenn ihr der Straße nach Westen folgt, erreicht ihr die Falkenschlucht. Ihr müsst die durchqueren, um nach Düsterburg zu kommen. Aber es hat schon lange keiner getan, seit Hakon Lukase den Durchgang bewacht und niemand hinein oder herauslässt. Interessiert euch die... Ja, das hast du gerade eben schon mal gesagt. Jetzt. Westen. Ich möchte mehr über den Westen wissen. Ist da mehr los als hier? Der Westen ist gefährlich. Nein, oh mein Gott, oh mein Gott. Früher hörte dort der Baron zu Falkenburg über das Herzogtum. Nun, in gewisser Weise ist es immer noch so. Nur, dass der derzeitige Regent ein Unhold ist, der Titel und Marken mit Gewalt an sich gerissen hat. Burg und Dorf heißen auch nicht mehr Falkenburg. Nein, der neue Herzog. Warnfried hat sie neu benannt. Düsterburg. Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Ich weiß nicht. Wie heißt das Spiel nochmal? Unterwegs in... Ach, ich weiß es nicht mehr. Das ist ein gefährliches Land, wo die Toten unter den Lebenden wandeln und niemand sein Leben sicher ist. Oh Gott, doch, Zombies. Ah. Zum Glück haben wir Hakon, der die Schlucht bewacht, die den einzigen Zugang nach Düsterburg bildet. Ja, komm, interessiert euch, bla bla bla, ja, nur noch die Berge. Im Süden gibt es also Berge, so, da kann man sicher Skifahren und ähnliches. Lasst hören. Dass in den Eisöden jemand Ski gefahren ist, davon habe ich noch nie etwas gehört. Das ist eine kalte, lebensfeindliche Region. Nur Selbstmörder und Unheule, die sich sonst nirgends mehr blicken lassen können, gehen dorthin. Vor Jahren soll eine Sippe Zwerge dort nach Gold gesucht haben, aber man hat nie wieder etwas von ihnen gehört. Oh, mysteriös. Interessiert euch, bla bla bla, ja. Vergesst es. Ach, wisst ihr, ich hab genug gehört. Gehabt euch wohl. Na, was hat die Frau zu sagen? Guten Tag, ich bin Selina, mein Mann. Thales kümmert sich um die Zimmer und ich um die Küche. Wollt ihr etwas essen? Für 10 Taler? Ja, gerne. Hier, lasst es euch schmecken. 30 Lebenspunkte gewonnen. Wuhu. So. So, da oben ist ein Heilkraut. Hier scheint eine Art Weg zu sein. Moment mal. Ich weiß, dass das war ein Sidequest. Ach, ich habe keine Ahnung mehr. Es gibt so viele Sidequests in diesem Spiel. Die Wand hier ist bröselig und moosbewachsen. Außerdem spüre ich einen leichten Luftzug. Da scheint was zu sein. Hier ist ein Höhleneingang. Allerdings ist er eingestürzt. Ich brauche irgendwas, um ihn aufzumachen. So. Was steht auf dem Schild? Westen, Düsterburg. Keinen Schritt weiter, Fremder. Niemand kommt an Hakon Lukas vorbei, sondern solange nicht der rechtmäßige Herzog wieder regiert. Ich will da aber durch. Da müsst ihr mich im Zweikampf besiegen und das junge Mann hat in 20 Jahren noch keinen geschafft. Okay, ich lass. Ach so, dann mal tschüss. Ja, ich lass es lieber. Ich meine, der ist zu stark für uns. Ja. Was ist das? Ach, ein Laden. Stimmt. Soweit ich weiß, konnte man in der Beta... die Beta-Tester mit der Tür, oder wenn man sich da irgendwie hinportet, durch diese Tür gehen und dann war man schon fast im letzten Kapitel oder so ähnlich. Ich verkaufe die Ausrüstung jener, die gegen meine Gatten im Zweikampf angetreten sind.
Wollt ihr etwas kaufen? Kaufen! Ich will nicht mein ganzes Geld für sowas ausgeben. Okay. Verlassen wir das erstmal. Und machen einen Cut, weil die 15 Minuten sind schon wieder um. Also bis zum nächsten Mal.